Nachdem auf Landesebene ein neues Pflegekonzept vorgestellt wurde, hat die Volkspartei Institutionen, Politiker und Experten aus dem Pflegebereich zu einem überparteilichen Pflegegipfel geladen. Unser Ziel war es, gemeinsam mit Experten und Organisationen das rot-blaue Pflegemodell zu diskutieren, erklärt ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner und ergänzt: Eines ist für alle klar. Die zukünftige Pflege muss wohnortnah, flexibel und in kleinen Einheiten passieren. Nur so kann eine hochwertige Qualität gewährleistet werden. ÖVP-Gesundheitssprecher Christian Sagartz betont die Wichtigkeit der Vielfalt der Pflege. Wir brauchen neben Pflegeheimen auch alternative Betreuungsformen, damit jeder Pflegebedürftige das richtige Angebot bekommt. Reinhard Waldhör, Vorsitzender der Goethe-Gesundheitsgewerkschaft, kritisiert das Pflegeanstellungsmodell. Unterm Strich bleibt dem pflegenden Angehörigen weniger. Gut, ich glaube, wir können starten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier im ÖVP-Landtagsclub. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns zu kommen nach unserem Pflegegipfel, Pflegegesprächen, wo wir heute das dritte Mal mit Experten auch zusammen waren, um das Thema Pflege zu besprechen und auch darüber nachzudenken, wie sich die Pflege in Zukunft darstellen kann. Heute möchte ich ganz besonders den Herrn Waldhör, Reinhard Waldhör, begrüßen. Er ist Vorsitzender der Gesundheitsgewerkschaft und das ist sozusagen der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, der natürlich vor allem auch mit Personalfragen, mit dienstrechtlichen Fragen, mit arbeitsrechtlichen Fragen seit vielen Jahren beschäftigt ist und dann auch Stellung nehmen wird zum Thema Anstellung pflegender Angehöriger. Wir sehen die Pflege natürlich sehr, sehr umfassend. Wir haben als Volkspartei Burgenland schon im Jahr 2018 das Thema Pflege in den Mittelpunkt unserer Politik gestellt. Wir haben dieses Jahr 2018 sehr intensiv dafür genutzt, mit Menschen zu sprechen, mit Organisationen uns zusammenzusetzen, mit Betroffenen, mit Familien, um ganz einfach auch ein Spür dafür zu bekommen, wo die Problemstellungen liegen. Die Problemstellungen, die wir in diesem Jahr ganz eindeutig festgemacht haben, liegen in unterschiedlichen Bereichen. Natürlich ist es für eine Familie immer schwierig, sozusagen, wenn der Fall eintritt, dass ein Familienmitglied pflegebedürftig wird. Und da haben wir klar festgestellt, es braucht hier eine massive Unterstützung der Familien, auch um die vielen bürokratischen, behördlichen Hürden auch nehmen zu können, um hier den Menschen möglichst beiseite zu stehen. Der zweite Punkt, der natürlich ein großes Thema ist, das ist das Thema der Pflegekräfte, der Fachkräfte, egal in welcher Einrichtung wir waren, und das hat sich ja bis heute nicht verändert, ist immer eines der großen Themen. Wir haben zu wenig Fachkräfte, wir brauchen mehr fachlich geschultes Personal, daher ist dort sicherlich ein ganz, ganz großer Ansatzpunkt, den wir brauchen. Und der dritte große Bereich, der für uns wichtig ist, das ist das Thema, wie sollen wir oder welchen Plan soll das Burgenland entwickeln, wenn es darum geht, stationäre Einrichtungen zu bauen und zu errichten. Wir sind ja grundsätzlich der Meinung, und das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft noch stärker sein wird, dass man ein sehr individuelles Angebot schaffen muss, weil Pflegefall nicht Pflegefall ist. Da wird es ein vielfältiges Angebot brauchen, um die Bedürfnisse der Menschen auch abdecken zu können, von Tagesbetreuungseinrichtungen über stationäre Einrichtungen zur Hauskrankenpflege, auch zur Betreuungsleistung, die derzeit ja vor allem von ausländischen Staatsbürgerinnen geleistet wird, die sogenannten 24-Stunden-Betreuerinnen. All das wird auch in Zukunft in einem bestimmten Mix notwendig sein. Für uns ist ganz zentral, dass wir den Menschen Sicherheit geben wollen. Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass sie dann, wenn der Pflegefall eintritt, auch sicher sein können, dass sie die für sie richtige Leistung auch bekommen. Ich möchte mich heute mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, nämlich mit der Frage, wie sollen die stationären Einrichtungen künftig gestaltet sein. Wir wissen ja, dass die Landesregierung zu Jahresbeginn auch drauf gekommen ist, dass die Pflege ein wichtiges Thema ist, und dann wurde in einem, wie ich meine, sehr
fragwürdigen Prozess ein sogenannter Pflegeplan vorgestellt. Ich glaube, dass es eher ein Husch-Husch-Verfahren war, wo man dann alle möglichen Punkte sich überlegt hat und unter anderem einen Punkt, nämlich, dass man möglichst große, möglichst zentrale, möglichst zentralistische Heime bauen möchte künftig. Dass man künftig sagt, nur mehr ein Heim wird zugelassen, nur mehr ein Heim wird unterstützt, wenn mindestens 60 Betten in diesem Heim vorhanden sind. Und für uns ist das der absolut falsche Weg. Wir glauben, dass der Weg, den wir bisher bestritten haben, den auch übrigens der ehemalige Soziallandesrat Peter Reser richtigerweise auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt hat, nämlich dezentrale Einrichtungen zu machen, möglichst im ganzen Burgenland Einrichtungen zu haben, damit die Menschen nicht 100 Kilometer weiter untergebracht werden müssen, sondern dass sie möglichst auch in der Nähe ihrer Ortschaft, ihrer Heimatgemeinde untergebracht werden können. Wir haben das immer so formuliert, die Menschen sollen wenigstens noch ihren Kirchturm sehen und eben nicht in zentralistisch organisierte Rieseneinheiten untergebracht werden. Leider, und das muss man auch ganz klar sagen, sieht das die Landesregierung anders. Die Landesregierung möchte hier zentralisieren, hat das auch im Gesetz so niedergeschrieben und wird das, wie ich fürchte, auch so beschließen. Mein Appell geht heute dennoch an die Landesregierung, das noch einmal zu überdenken. Ich glaube, dass es gerade in der Pflege nicht nur um Geld und Budget, um Zahlen und Fakten geht, sondern geht es um Menschen, da geht es um Schicksale von Menschen, da geht es auch darum, dass man Menschen, die pflegebedürftig sind und in ein Pflegeheim müssen, dass man diesen Menschen auch ein möglichst angenehmes Leben ermöglicht, dass man auch den Verwandten ermöglicht, sie oft zu besuchen, denn je weiter das Heim natürlich von zu Hause entfernt ist, umso schwieriger wird das auch für die Verwandten. Und ich habe das selber auch bei einem Besuch in einem Pflegeheim erlebt, wo mir eine sehr alte Frau gesagt hat, ja, das Heim ist eh super und die Betreuung ist super, aber was ihr halt besonders wehtut, ist, dass die Verwandten sehr selten nur kommen können, weil eben das Heim so weit von zu Hause entfernt ist. Und das möchten wir nicht. Wir möchten eine wohnortnahe, eine flexible Pflegemöglichkeit für die Menschen haben, in möglichst auch kleinen Einheiten. Und wir glauben, dass Einheiten von 30 Betten auch die richtige Größe sind, um in möglichst vielen Gemeinden diese Einrichtungen auch zu schaffen. Der zweite Punkt, der hier hineinspielt, ist die Frage der Gemeinnützigkeit. Auch das ist ja ein Postulat der Landesregierung, wo man gesagt hat, künftighin dürfen nur noch gemeinnützige Organisationen Pflegeeinrichtungen betreiben. Der Sinn erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht, weil egal, ob es gemeinnützige Einrichtungen sind, ob es private Betreiber von Heimen sind, alle haben die gleichen Voraussetzungen, alle bekommen die gleichen Tagsätze für die zu Pflegenden, keiner bekommt eine größere Unterstützung und ich denke mir, dass auch in diesem Bereich es möglich sein muss, dass hier auch private Betreiber weiterhin solche Einrichtungen machen. Ich glaube, wir werden im Burgenland sehr traurig und sehr schlecht beraten, wenn wir Menschen, die privat auch ihr finanzielles Risiko hier einbringen, es verwehren würden, Einrichtungen zu errichten. Wenn wir uns heute die privaten Einrichtungen im Burgenland wegdenken würden, dann hätten wir ganz sicherlich einen massiven Pflegenotstand. Sowohl die Frage der Gemeinnützigkeit als auch die sogenannte Anstellung von pflegenden Angehörigen, auf die dann später noch eingegangen wird, das sind für mich Schlagzeilen, das sind Überschriften ohne Substanz, wo man den Menschen ganz einfach irgendwie kommunizieren möchte. Wir kümmern uns um das Thema, wir machen das jetzt alles gemeinnützig. In Klammer ist gleich, niemand darf etwas an der Pflege verdienen. Und das, die zweite Sache ist eben die Frage der pflegenden Angehörigen, wo man, glaube ich, auch den Menschen nicht die ganze Wahrheit sagt. Ich habe das schon einmal bei einer Gelegenheit gesagt, ich würde jeden raten, der sich hier dafür interessiert, sich die Umstände, die vertraglichen, die gesetzlichen Umstände ganz genau anzuschauen, um auch zu erkennen im Vorfeld, ob das, was hier angeboten wird, wirklich der richtige Weg für den einzelnen Fall ist. Wir sind für eine Politik insgesamt, aber ganz besonders auch in der Pflege, weil das so ein sensibles Thema ist, für eine Politik, wo es nicht um Überschriften und Botschaften geht, sondern wir wollen eine Politik mit Substanz haben.
Deswegen ist es für uns als Volkspartei im Übrigen auch ein ganz wesentliches Ziel, bei der ja nicht mehr allzu weit entfernt liegenden Landtagswahl möglichst stark zu werden, um hier wieder eine auch bürgerliche Politik in die Landesregierung einzubringen oder einbringen zu können. Thomas. Ja, wie bereits erwähnt, ist das die dritte Veranstaltung in diesem Reihen. Wir haben zum Pflegegespräch, zum Pflegegipfel eingeladen, Trägerorganisationen der mobilen und stationären Pflege im Burgenland, immer wieder mit Expertenunterstützung. Zuletzt hatten wir eine Expertin im Bereich pflegender Angehörige eingeladen, heute eben mit Reinhard Waldhör, einen Vertreter des Fachpersonals und natürlich mit ganz konkreten Fragen und ganz konkreten auch Diskussionspunkten, weil ja gerade die Pflege, ob jetzt auf nationaler Ebene oder auf Landesebene, in Diskussion steht. Ich bin normal kein Mensch der Zahlen. Mir sagt die reine Zahl oft sehr wenig, aber heute habe ich eine Zahl gehört vom Kollegen aus der Götz, die mich sehr hellhörig gemacht hat, nämlich, dass jeden Tag in Österreich 29 Menschen, Pflegebedürftige, ab der Stufe 3 plus dazukommen. Jeden Tag 29 Personen mehr in Österreich, die es zu pflegen gibt. Man kann sich schnell ausrechnen, was das bedeutet, was es bedeutet an Personalnotwendigkeiten und dass wir 5 vor 12 eigentlich angelangt sind, um diese Dinge zu organisieren. Jetzt gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Thomas Steiner hat den Standpunkt der Volkspartei schon klargelegt, wenn es darum geht, Eigenverantwortung vor Zentralismus zu fördern. Wir sind der Auffassung, dass diese eigenverantwortliche Entscheidung, aber auch das selbstbestimmte Leben des zu Pflegenden im Vordergrund steht. Genau das eint uns ja in der Wertegemeinschaft mit vielen Parteien, dass wir versuchen möchten, ein Altern in Würde und das zu Hause sicherzustellen. Nur die Ansätze und die Wege sind eben unterschiedlich. Und eines ist schon sehr traurig, weil die Diskussion hat ja gezeigt, dass jetzt nicht nur, wenn ich es jetzt in SPÖ-Diktion sage, die böse ÖVP, die immer Nein sagt, jetzt kritisch gegenüber dem vorgeschlagenen Modell der Anstellung der pflegenden Angehörigen ist, sondern auch ganz andere Organisationen Bedenken angemeldet haben. Die Arbeitsgemeinschaft, Hauskrankenpflege, die Heimbetreiber, aber auch die Arbeiterkammer und der ÖGB, die sagen, das ist ein Modell mit derartig vielen Fragezeichen, mit derartig vielen offenen Fragen, das wird man nicht übers Knie brechen können. Ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es im Büro des Landeshauptmanns eine Idee, die wird dann mit Stichtag fixiert, das muss am 1. Oktober umsetzbar sein und dann wird mit der Peitsche geknallt und man möchte versuchen, hier im Haus der Landesregierung, im Landhaus, ein finden, dass das umsetzen kann. Ich glaube, dass der Landeshauptmann hier total den falschen Weg betritt. Wir brauchen ganz andere Modelle, nämlich die Vielfalt der Lebensverhältnisse und der Lebenssituationen der zu Pflegenden muss einfach auch in der Vielfalt der Pflegemöglichkeiten gegeben sein. Und einen Punkt, den ich hier besonders herausstreichen möchte, ist die Flexibilität. Wenn wir pflegende Angehörige wirklich entlasten möchten, dann braucht es Kurzzeitpflegeplätze, dann braucht es ein Modell, wie sich das ein Heimbetreiber auch leisten kann. Wenn wir sagen, wir haben jetzt eine Einrichtung mit 30 Plätzen und die sind reserviert, sagen wir 5, für die Kurzzeitpflege, was passiert, wenn 3 Monate niemand diese Pflegebetten braucht? Aber gleichzeitig ich im nächsten 3 Monaten einen intensiven Bedarf habe. Das wird sich kein Privater, aber auch kein Gemeinnütziger leisten können, wenn es hier nicht eine gezielte Vereinbarung mit dem Land oder anderen Einrichtungen gibt, wie man sagt, wie kann man diese Kurzzeitpflege auch organisieren und finanzieren. Und der zweite Punkt ist die Tagesbetreuung. Wir haben gemeinsam ja 2 Einrichtungen besucht, wo diese Tagesbetreuung angeboten wird. Und man merkt eben, das ist eine sinnvolle und auch notwendige Entlastung der zu pflegenden Angehörigen. Möchte man zu Hause alt werden können, bedeutet das auch, dass es Freiräume braucht, Auszeiten für jene Menschen, die einen pflegen. Das möchten wir als Land Burgenland organisieren. Da sehen wir die rot-blaue Landesregierung säumig. Und das wird man auch mit dem Postulieren und Hinausposaunen von Überschriften nicht ändern. Hier verlangen wir seriöse, sachorientierte Politik.
Und wenn ich jetzt nur bedenke, was der SPÖ nahestehenden Organisationen jetzt für Kritikpunkte geäußert haben, dann müsste doch der Landeshauptmann längst hellhörig sein. Das ist nicht nur sozusagen ein schlichtes Nein der bösen Opposition. Nein, das ist das Fehlen von Sachargumenten. Hier fehlt es einfach an der sachlichen Diskussion. Und genau deshalb haben wir einen Experten auch eingeladen, um genau diese Diskussion auch ein wenig zu versachlichen. Ich möchte auch anmerken, dass ich sehr dankbar bin, dass aus allen gesellschaftlichen Bereichen und aus allen Trägerorganisationen Vertreter heute gekommen sind. Das ist uns wichtig. Wir möchten eine objektive Diskussion. Die Vielfalt und nicht die Einfalt macht es in der Politik aus, insbesondere im Pflegebereich. Bitte, Reinhard. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, diesen Teilbereich dieses Zukunftsplans Pflege Burgenland, nämlich die Anstellung pflegender Angehöriger, ein bisschen näher beleuchten zu können. Vor allem deshalb, weil es aus gewerkschaftlicher Sicht, aber auch insgesamt viele Fragen aufwirft. Vielleicht teilen wir es in diese zwei Teile. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es spannend, dass man mir die Frage, nach welchem Kollektivvertrag die pflegenden Angehörigen dann angestellt sein werden, nicht beantworten konnte. Die Beantwortung ging halt in Richtung eines, das soll ein zusätzliches Angebot sein, so wie ein extramuraler Anbieter, der in einem Abrechnungsmodell abrechnet und gar nicht in die Richtung, wie können wir arbeitsrechtlich diese Dinge abdecken. Wenn jetzt ein Anstellungsverhältnis kommt und es geht in Richtung Anstellung bei einer Tochtergesellschaft der Krages und es gibt keinen Kollektivvertrag, der dafür zuständig ist, dann ist es ganz klar, dass die bundesweite Arbeitsverfassung hier zu tragen kommt und damit wirft diese Anstellung eine Fülle an Themen auf, die noch nicht beantwortet sind. Es beginnt mal mit den Kolportierten, ich gebe für Pflegestufe 3 20 Stunden all in. Die Arbeitsverfassung kennt den All-in-Vertrag klassisch nicht. Bedeutet, was passiert mit der 21. Stunde oder in den folgenden Pflegestufen mit der 31., 41. Stunde, die im Familienverband klarerweise zu leisten ist. Wenn man im Familienverband seinen Angehörigen pflegt und betreut, kann man nicht nach einer vorgegebenen Stundenanzahl sagen, so der heutige Tag ist rum, ich gehe jetzt und es ist dann niemand da, der es macht. Also das heißt, klarerweise wird der Angehörige, die Angehörige länger gefordert sein, Pflege zu verrichten, als das Land Burgenland in diesem Falle dienstrechtlich zugesteht. Bedeutet aber auch für den Fall, dass einer jener Angehörigen irgendwann dazu übergeht und sagt, so, ich habe meine Arbeitszeitaufzeichnungen gemacht und ich werde meinen Dienstgeber, diese Tochtergesellschaft der Krages, jetzt dazu auffordern, mir die ausstehenden Zahlungen abzugelten, dann wird das arbeitsrechtlich aus meiner Sicht, und ich bin schon ein wenig im Geschäft, wird das sehr, sehr teuer werden für diese Tochtergesellschaft, weil ganz klar ist, gibt es Arbeitszeitaufzeichnungen, die nachgewiesen sind, gibt es ein Arbeitsangestelltenverhältnis nach der Arbeitsverfassung, dann sind die Zeiten, die gearbeitet wurden, auch abzugelten. Ganz abgesehen davon, dass damit auch Ruhezeitbestimmungen einzuhalten sind. Das heißt, niemand kann sagen, wann jetzt ein Einsatz der Betreuung der Pflege in der Nacht ist. Wenn wir es jetzt rein nach Arbeitsverfassung sehen, dann dürfte der pflegende Angehörige eigentlich die Morgenarbeit bei seinem Angehörigen nicht erledigen. Das wird in der Praxis nicht passieren, das wissen wir schon. Aber dass es zu einer Arbeitszeitverletzung und zu einer Ruhezeitverletzung kommt, das wissen wir auch. Und es kommt irgendwann der erste Teilnehmer an dieser Aktion, der die Dinge, die da arbeitsrechtlich auf dem Tisch liegen oder noch nicht auf dem Tisch liegen, einfordert, und dann wird das Thema ein sehr, sehr spannendes werden. Gleichzeitig wurde die Frage nach, wer macht eine Urlaubsvertretung, wer macht eine Krankenvertretung, ist derzeit noch unbeantwortet. Wir wissen, dass die Trägerorganisationen gefragt wurden, ob sie das für die pflegenden Angehörigen übernehmen könnten, haben aber
so habe ich das heute mitgenommen, keine gefunden, die das so, so ad hoc auch machen kann. Wie denn auch, wenn der Personalmangel in der Pflege so groß ist, wie sollen dieses Thema, wenn heute der pflegende Angehörige sich am Morgen krank meldet bei seinem Dienstgeber, wie soll ein extra Moraler, der ohnehin schon mit Personal zu kämpfen hat, das dann abdecken können. Das wird nicht funktionieren. Und das sind Themen, die ganz klar am Tisch liegen, ganz abgesehen davon, von Dingen, die kollektivvertraglich zu regeln wären, so ein Kollektivvertrag irgendwann ins Spiel gebracht wird, was passiert mit Sonderzahlungen, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld etc. Ja? Das sind Dinge, die einfach zu regeln sind. Was passiert mit dem Arbeitsverhältnis, wenn diese Pflegesituation, ich nenne das jetzt so, ja, nicht mehr stattfindet? Man kann sich aber mal zerstreiten, auch in der Familie. Ja, es gibt auch andere Umstände, warum Pflegeverhältnisse enden. Was passiert mit diesem Anstellungsverhältnis? Weil auch da gilt selbstverständlich eine Arbeitsverfassung und es gibt die Schutzbestimmungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die gelten meiner Meinung nach selbstverständlich für pflegende Angehörige auch. Und zum zweiten Punkt vielleicht gekommen, ich bin einer, der Dinge gerne nachrechnet. Und jetzt stehen in diesem Zukunftsplan Pflege drei Berechnungsbeispiele drinnen, wie mit dieser Berechnung umzugehen ist. Und ich nehme vielleicht nur eine heraus, und zwar jene mit der Pflegestufe 3, auch deshalb, weil sie am häufigsten vorkommt. Also die Pflegestufe 3 ist eigentlich das geringste Modell, das in dieser Angehörigenstufe angestellte Angehörige angeboten wird. Und ich bleibe auch bei der dabei, so wie es in dem Zukunftsplan drinnen steht, dass die handelnden Personen einen Namen bekommen. Bedeutet in diesem Falle, die zu pflegende Person ist die Anna, der pflegende Angehörige heißt Hans. Und bevor diese Maßnahme zu tragen kommt, ist laut dieser Berechnung die Anna ausgestattet monetär mit 1150 Euro Pension und 451,80 Euro Pflegegeld der Pflegestufe 3. Ergibt eine Zwischensumme von 1601,80. Was in diesem Modell, Berechnungsmodell des Landes Burgenlands fehlt, ist das Einkommen vom Hans. Das ist jetzt mit Null ausgewiesen oder es ist gar nicht ausgewiesen, so muss man das sagen. Nachdem in Österreich niemand Null hat, habe ich jetzt das geringste Maß angenommen, also das Mindestmaß, nämlich 648 Euro für die Mindestsicherung, um auch dem Hans ein Einkommen zukommen zu lassen. Und damit kommen wir auf ein Familieneinkommen von 2249,80 Euro vor der Maßnahme, dass die Anna den Hans anstellt. Ist nicht ganz richtig, dass der Hans sich anstellen lässt in einer Trägergesellschaft. Tut er das, wird dann Folgendes passieren. Die Anna hat dann statt 1150 Pension noch 933 Euro Pension, weil bis zum Ausgleichszulagenrichtsatz die Differenz abgegeben werden muss zur Finanzierung des pflegenden Angehörigen. Gleichzeitig muss die Anna 99% des Pflegegeldes von 451,80 Euro abgeben und es bleiben ihr für die Besorgung der Pflegeutensilien noch 45,80 Euro je Monat übrig. Und der Hans bekommt anteilig von diesem 1050 Euro Gehalt als pflegender Angehöriger. Bedeutet ein Familieneinkommen von 2028,80 ein Minus von 221 Euro für diese Familie. Also Sie sehen schon, man muss die Dinge schon sehr genau betrachten und deshalb ist meine Meinung, also für die Anna ist besonders bitter, weil ihr Verlust in dieser Geschichte als Zupflegende sind 623 Euro. Und wir reden schon davon, es gibt das Recht, selbstbestimmt leben zu können. Und von 45,80 Euro Pflegegeld bestreitet man seinen Pflegebedarf nicht. Also meine persönliche Meinung zu diesem Thema ist, nach außen zu gehen und den Burgenländerinnen und Burgenländern zu erklären, stellt die Angehörigen an und alles wird gut, ist nichts anderes als ein Potemkinsches Dorf. Das wird nicht funktionieren. Ich denke auch, wenn alle, die es in Anspruch nehmen möchten, werden hoffentlich klar durchrechnen und dann wird
wird es wenige geben, die dieses Modell in Anspruch nehmen. Ja. Ja, Dankeschön. Die Berechnungsmodelle liefern wir nach, also es muss jetzt niemand das. Ja. Ich möchte das nur ergänzen, und das zeigt auch, glaube ich, das, was ich zu Beginn gesagt habe, dass das eine Politik der Überschriften ist, wo man versucht zu vermitteln, dass es Lösungen gibt, und das sind aber keine Lösungen. Ich habe das einmal bezeichnet, dass gerade dieses Modell der Anstellung von pflegenden Angehörigen eigentlich schon gescheitert ist, bevor es überhaupt in Kraft tritt. Und ich höre auch, dass es sehr, sehr eine sehr überschaubare Zahl von Interessenten überhaupt gibt. Und ich möchte das noch einmal sagen, ich kann nur jedem raten, nicht nur sich das genau durchzurechnen, sondern auch die arbeitsrechtlichen und dienstrechtlichen Umstände sich genau anzuschauen und am besten sich auch mit der Gewerkschaft abzusprechen, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viele Schwierigkeiten auf die betroffenen Personen zukommen werden. Ich möchte nur sagen, diesen Versuch, Angehörige, das ist ja nichts ganz Neues, das hat es ja in der Schweiz auch schon einmal gegeben, es versucht worden, ist gescheitert, und ich kann das heute schon sagen, dass wir doch hier scheitern, und vor allem, selbst wenn es den einen oder anderen Fall geben sollte, wo der sagt, na, das ist in Ordnung für mich, es wird das Problem nicht lösen. Ich glaube, dass wir wirklich in die Zukunft schauen müssen, dass wir vor allem die finanzielle Absicherung der Pflege stark in den Mittelpunkt stellen müssen, die Flexibilität und das individuell angepasste Angebot, so wie das vorhin auch von Christian Sagatz gesagt worden ist.